Guten Tag und herzlich willkommen wieder zu Worms Clan Wars mit dem guten Lobius LP. Halli, hallöchen Leute. Und Sie dürfen auch verraten, was wir heute Schönes machen. Wir werden heute dieses Ding hier benutzen. Dieses hier. Dieses Ding hier. Dein Stinkefinger sieht man nicht. Ah, den Finger. Du fingerst mich gleich an. Stupsi. Nator. Ja, genau. Den Stupsinator 3000. Natürlich, wir müssen uns immer zu Kanten hinbewegen. Genau. Nicht weg davon. Also. Wow, ich habe einen Fallschaden von 1. Also werden wir versuchen, die einzelnen Würmer ins Wasser zu schicken. Das wird ewig dauern. Ja, ich sehe es auch kommen. Alter. Wenn nicht, nehmen wir ein Jetpack und fliegen zu den Kanten immer hin. Das wollte ich nicht. Ich wollte... das hier. Du willst jetzt da hoch und den anderen stups. Ja. Ich habe mich erstmal selbst verletzt. Ich hab's gesehen. Ja, so. Selbstverletzung ist mein Hobby. Nicht wirklich. Scheiße. Wohl. Gedanke weg. Gedanke weg. Vergesst es wieder. Was hast du gesagt? Ja. Nein! Oh. Ich hoffe, der ist dran. Darf ich Wurm wechseln? Klar. Klar darfst du das. Finde ich ein bisschen mies, aber klar. Ich habe mich näher zu Kante bewegt. Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt ist er dran. Du bewegst dich auch näher zu Kante. Natürlich. So, mal gucken, ob ich zwei gleichzeitig stupsen kann. So, ich tipp dir mal ins... Guck diesen Kleinfinger an. Ich tipp dir mal ins Auge, ne? Okay. Alter! Auf der Kante. Drecksfinger! Du musst dich zur Kante hinbewegen. deswegen habe ich gerade nachgedacht. Nee, ja. Du darfst schon. Okay, warte mal. Irgendwann wird's tricky, das ist ein Schlupfloch. Irgendwann musst du auch mal weg. So, stupst du mir jetzt in die Nase? Ja. Och, das dauert ewig. Ja. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das wird so... So, Leute, und ich habe eben gerade mein Hotel gebucht. Yay. Die Gamescom. Ich glaube, die werde ich schneller ablaufen lassen, die Folge. Und wenn die 40 Minuten dauert, ist mir das auch Wurst. Ich krieg die schon auf 20 Minuten. Dann wird sie zumindest lustig durch unsere Mickey Maus stimmen. Ja. Das ist auf jeden Fall. Leute, ich komme dann immer zu euch. Mit meinem Auto komme ich dann immer zu eurem Hotel gefahren. Wie, zu unserem Hotel? Ja, zu euch. Wieso? Ich will die nicht sehen. Mir reicht, wenn ich die auf der Gamescom sehe. Okay. Ja, müssen wir uns halt auf der Gamescom schon treffen. Ist ja wurscht. Dann treffen wir uns doch eh. Ja, nicht wirklich. Wir haben uns letztes Jahr auch nicht auf der Gamescom getroffen. Ja, da kannten wir uns ja nicht. Wir kannten uns ja nicht das Gerät. Ja, stimmt. Und das war Samstag. So, genau, stupst den runter. Nein. Was für eine Spritverschwendung. Du hast nur noch 3, 2, 1. Ich hab diesen scheiß Walter benutzt. Verdammt. So, jetzt muss ich dich irgendwie hier runterstupsen. Das ist eine Ewigkeitsaufgabe. Ja. Warte, den Stups hier richtig anbringen und stups. So, Meda, bist du schon mal ran. Guten Tag. Ich setz mich mal auf deine fette Birne. Alter, wir stupsen wirklich. Oh mein Gott, hab ich nicht am Anfang der Aufnahmesession gesagt, wir stupsen heute nicht. Ja, das war bei der ersten Aufnahme. So, und hinterher gehen. Genau. Auf die Nase. Okay, ja, die ist eh schon rot. So. Oh, rot von mir. Ach komm, der hintere hat sich gerührt. Hast du das gesehen? Was? Ich hab den vorderen angestupst, der hintere rührt sich da. Oh, guck mal, wie eng wir aneinander stehen. Ja, stups mal. Stups mit mal in den Abgrund. Alter. Ich bin gespannt, wann der erste Wurm endlich mal drauf geht. Ich komme. Oh Mann. Oh. Fanny kommt. Fanny kommt und stupst hier mal, richtig? Bestimmt fliegen die gleich so. Ah, alle weggeschossen. Der Finger ist so dick wie von einem kleinen. Genau den richtigen erwischt. Den wollte ich auch schon ein paar Mal hier runterhauen. Ah, nee, oh, scheiße. Jetzt brauche ich einen Jetpack, nee. Wirklich. Nein, du kommst da hoch. Ja, mit Jetpack. Ey, du bist ja mies hier. Warte, damit ich alle bei dir habe und dann kommt er mit dem Dicken. Zaut er den Dicken weg. So. Es muss ja mal ein Stups glücken. Du bist oh, ne. Oh, warte. Oh, Alter. Das war knapp, oh, ne? Das war knapp.
Ja, der war mal gut gestupst. Ich fortsetzen, warte mal. Was machst du denn schon wieder? Oh, der kriegt nicht mal Fallschaden. Ah, ihr könnt, gekonnt. Springen und stupsen. Mit Anlauf. Nein, ich hab Stups. Ja, aber auf mir drauf. Ja, nein, oh. Kim Jong-un. Ja, dann auch noch bei mir drauf, komm. Oh. Oh. Der kriegt Fallschaden. Ja, das ist ein dicker Wurm. Der hat mehr Gewicht. Ach und so. Auf den Boden aufprallt. Mehr ehrt uns, Jungs Krofni. Ich bin ja nur ein Fliegengewicht. So, sie können stupsen. Wie sich hier alle stapelt. So, oh, Alter, zu welchem Haufen fliege ich man denn? Man kann ja manchmal das Stupsen auf eine Höhe bringen, das ist das Problem. Ja, man kann nicht springen und stupsen gleichzeitig, das ist voll blöd. Das fehlt auch noch. Das können sie das nächste Worms einfügen. Ja, Worms 2.0, Clanwars 2.0. Ja, so ungefähr. Oh, ist ja gut, dass wir Jetpacks hier kostenlos umsonst so viele haben. Ja, stimmt. So, ich will den Stups im Jetpack trainieren können. So. Schon mal ein Stückchen weiter unten. Ja, jetzt ist das Problem, da kommen wir nicht weg. Nee, nicht wirklich. Und der Viererstapel löst sich jetzt auf, weil der unterste weg muss, oder wie? Ich hab was vor, ich muss weg. Aber immer noch schön gestapelt, die zwei. Nee, ich glaube, die bleiben auch immer zusammen gestapelt. Ich werde auch zusammen sterben. Alter, das ist wahr. Das ist wahr. Ich komme hier nicht raus. Ich kann mir nicht mal den Weg freistupsen. Ach doch. Ey, du hast mich wütend gemacht. Ja, komm. Ich hab dich ja nur angetippt. Jetzt ist er dran. Obwohl, warte mal. Du kannst doch zumindest stupsen. Einfach nur zwecks. Ja, Gaudi. Ach, nimmst du Yolo mit? Gaudi. Er stapelt wie ein Weltmeister. Das sind schon mal 10 Minuten. Und es ist erst ein Wurm verreckt und den hast du dir selber runtergestupst? Ja. Der Stups war ja auch mal genial. Nein, oh. Es fehlt erst ein Wurm. Jetzt wird's episch. Ja, jetzt. Kannst du es schaffen, deinen Maxwell hier runterzustupsen? Ja. Er hat Buggy hier runtergestupst und flüchtet die feige Sau. Ich wollte eigentlich hinter dich noch, aber... Nein, nicht mein kleinen Wurm. Nicht Maxwell. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Gerade haben wir uns noch beschwert. Oh, wir haben schon über 10 Minuten und noch kein Ende in Sicht. Und auf einmal geht's zack, zack, zack. Das wird nicht. Dasselbe epische Stups. Ich will nicht an einer Stelle bleiben. Die gehen gemeinsam drauf. Ja, ich glaube auch. Ja, stups immer. Ich helfe da mal nach, ne? Ich helfe da mal mit dem gekonnten Stups nach. Huch, nicht die Dragon Faust. Wo ist denn der Stups? Da ist er. Ich stups immer beide weg. Die wollten gemeinsam gehen. Das sind Best Buddies geworden, die zwei. Die wollten miteinander einfach ins Gras beißen. Theoretisch wird keiner gewinnen. Theoretisch. Theoretisch, nee. Oh, super. Du kannst nicht. Auf der Schräge kannst du nicht stupsen, ne? Doch, ich hab dich hingestupst. Ja, aber du stupst dich selber mit. Ah, ich komm da nicht zwischen. Aber ich kann nicht stupsen. So. Wo ist die Hand? Keine Ahnung. Ah, oh, er ist dran. Alter. Das wird so ewig. Es wird so ewig dauern. Wir müssen da runter. So, ich helf mal nach. Ich hab Marvin nochmal gestupst. Eieiei. Oh, Medikit. Oh, da ist wirklich Sun Death schön langsam. Kommst du kuscheln? Ja. Hallo. So. Wir nähern uns dem Abgrund. Wer wird denn jetzt ins Gras beißen? Oh, fuck. Oh. Das ist Flachpfeife dran, oder? Ja. Ja. Stell dich auf mich und drück. Ja! Nein! Jetzt geht's auf einmal rapide, ne? Marvin ist dran. Hä? Hast du jetzt den Knochen gestupst? Ja. Der ganze Knochen hat sich bewegt. Ja, deswegen stupst den Knochen. Ja, ich hab's versucht. Dein Vetter hat aber den Zugang zum Knochen versperrt. Ready? Set? Ich wäre weitergekommen, wenn es runtergegangen wärst von mir. Nee, du hattest Gegenwind. Ich hatte nicht Gegenwind. Oh, ich stups mich. Vor allem, ich stups nach vorn und stups den hinter mir. Wie geht denn das bitte? Warte mal, das könnte lustig werden. Auf jeden Fall! Wenn der Knochen runterrutscht, das könnte so lustig werden. Ach, verarsch mich. So. Alter! Das war knapp, ne? Alter. Da gucke ich mir doch glatten Football für an. Jetzt brauchst du ein Jetpack, um Absturz zu umrunden. Ciao, Absturz. Tschüss. So, gerade noch, ne? Ich komm jetzt noch da hinten hin. Pass auf, ich bin dein Teleporter. Ja. Was?
stell dich auf den Knochen mit den ganzen. Ja, wir stellen uns drauf. Und dann versuchen wir darunter zu rutschen. Das ist so geil. So, ich stell mich hier hoch. Ja, nee, stell dich da unten auf den Knochen. Lol. Geht nicht? Ja, dann spawn in der Luft. Ja, ja, Maya. Er spawnt ja nicht in der Luft, das ist ein Fetter. Na, gleich mal Bodenkontakt. So, nochmal Knochen stupsen. Hä? Hab ich dich gerade angestupst? Das hat sich über den Knochen musikalisch übertragen und auf das. Ne? Guck's mal. So, ganz der Knochen hat sich bewegt. Der ist schon kurz vorm Abgrund. Wenn ich gehen alle mal auf eine Seite und einer stupst den Knochen. Ja, blub. So, teleportieren. Teleportieren. Teleportiert. Wir brauchen einen Kran. Teleportiert. Ah, ich bin so gespannt. Ich schub schon wieder mich hinten. Was soll? Dann nimm einen da weg und mach immer Wurmwechsel zu denen. Ich versuche jetzt meinen Fettsack. Hä? Nichts zu machen. Wir haben jetzt zu viel Gegengewicht, ne? Ja, ja, aber. Der Knochen möchte ich nicht. Achso, ich brauche erstmal. Was? Wurmwechsel. Achso, ich wollte jetzt gerade random in den Knochen stupsen. Achso. Ich will dich schon mal hochstupsen, dass dann mehr geht, ne? Alter, was für eine Runde. Und immer noch kein Sandev, das muss man dazu sagen. Es kommt doch erst in 18 Minuten. Ja, da haben wir noch Zeit für. Hat er sich bewegt? Ja, ein Stück weit, aber nicht viel. Es kann aber auch eine optische Täuschung gewesen sein. Er bewegt sich. Ganz langsam. Wenn der runtersegelt, segeln alle mit. Er bewegt sich, ja, 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 mir vor. Aber wirklich ganz moderat. Ja. Hä? Hey, hey. Der stupst, wen er will. Der Stupser macht stupsig. Was stutzig? Ein stutziger Stupser. So, komm, jetzt muss er sich doch rühren. Hä? Ja, hätte vielleicht einen Schritt näher ran müssen. Ich hab ne Idee. Ich auch. Die anderen stellen sich jetzt da rein. Der hat sich jetzt gut gerührt, ne? Unten hinstellen ist kacke. Wir bauen das Gewicht oben, ne? Ne. Der Bapap muss weg. Der ja, hält da dagegen. Hat ja voll funktioniert, ne? Ja, natürlich. So, jetzt stell den mal weg da. Er hat gerade den Knochen wieder rangebracht. Ja, super, Lobius. Ja, ich komm hier nicht weg. Mann. Nimm ein Jetpack. Oder so. Ja, bring auch ins Wasser. Oh, ich habe wieder rausbewegt, ne? Ein bisschen. Durch Gewichtsverlagerung. Jetzt habe ich wenigstens nur noch einen und jetzt kann ich alles, ja. Jetzt kann ich alles, oh, diese Entrüstung. Oh. Ja, ja, Medipack interessiert keinen Menschen. Durch den Stups wurde noch nie jemand verletzt. Aber das ist doch voll Kackwurst. So, jetzt gibt es Mega-Stups. So, das dauert ewig. Spring mit denen ins Wasser. Wieso? Hey, Jasler, lass mich. Weil wir viel zu viele sind, glaube ich. Jetzt auf einmal. Ja. YOLO! Blub. Heißt er nicht YOLO? Ja, natürlich heißt er YOLO, deswegen habe ich es ja geschrien. Okay. Ganz einfache Begründung. Ah, er rührt sich wieder. Der Musikantenknochen bewegt sich. Wenn ich jetzt stupse, ne, kann ich mal. Oh. Oh, jetzt hat sich wieder gut in die richtige Richtung bewegt. Gleich fliegt er ab. Am Ende bleiben alle drei oben stehen. Oh, 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 das sieht gut aus. Das braucht nicht mehr viel. Und jetzt kommt Flachpfeife, die fette Sau. Oh. Oh, oh, es geht voran hier. Gleich sind wir unten. Voran. Gleich können wir Bob fahren mit unserem schönen Musikantenknochen. Oh. Oh, immer noch nicht. Man wartet so ab. So, jetzt aber. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Er ist immer so ein Spielverderber. Wer ist denn er überhaupt? Wormsten ist ein Spielverderber. Der stupst immer alle auseinander. Oh, oh, immer noch nicht. Ja, Mensch. Mensch. Es gibt's ja nicht. Könnte gleich geil werden. Oh. Oh. Ja, er quietscht schon. Am Ende hängt er sich einfach nur hinten ein. Deinen muss ich mal da unten hinstellen. Oh, oh, einer von deinen muss ich jetzt mal da unten hinstellen. Wieso? Weil wir dann das Gewicht ein bisschen verlagert haben, dann zieht der Knochen nach oben. Habe ich das Gefühl, und dann verkantet er da. Ja! Ja, das meinte ich. Ja, wir können ja nochmal stupsen. Alter! Ja, schieb dir die Medikits sonst wohin. Ah! Ah, die nächste kann... Du stupst gleich meinen runter, ne? Mann, nee, du stupst ihn runter. Alter. Ich hab extra Wurmsten angestupst. Geht zwischen Flachpfeife und Wurms und Stups Wurms. Verdammt! Ich passe nicht. Passt schon, komm, perfekt. Verdammt, nee. Was ist jetzt? Wurms? Ja, Wurms ist dran. Der Stups, ja. Oh. Ich bin extra in die Kanne gegangen, vielleicht kippt er ja noch. Mensch. Stups Flachpfeife an. Flachpfeife an. Oh. Oh, Stupsen. Oh, oh. Der hängt an der Kante. Das war Wurmsten. Ja, ich weiß. Das zeigst du die Faust. Das war's, du kannst dich jetzt runterstupsen, ne? Warte, halt, stopp. Ja, genau, geh in die Ecke.
So, das war unsere. Ja, ich hab. Wir haben euch den Finger gezeigt. Den Finger! Warte, nee, den Finger! Den Finger? Hast du jetzt den Mittelfinger hier gezeigt? Du Perversling? Nein. Das war mit diesem Finger! Doch nicht den Mittelfinger. Dieser Finger hat gewonnen! Ja, ja. Dieser. Dieser. Es hat funktioniert, es hat ja nur. Wow. 42 Minuten. 24 Zahlen dreht. Es hat nur 42 Minuten gedauert. Nee, 24. Geht eigentlich. Krasse Zahl, ja. Wir hatten schon schlimmere Folgen. Ja, das stimmt. Die ging ein bisschen länger. Die Wasserschlacht zum Beispiel war schlimmer. Die Wasserschlacht, ja, war auch schon schlimm. Jetzt hätten wir das nicht so mit den Regeln gemacht. Ich glaube, es... Ja, mit Kante hinbewegen, das hat wirklich Jahre gedauert, weil jeder immer in die Mitte gelaufen wäre wieder. Ja, okay, wir bedanken uns fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid übermorgen wieder da. Ich bin ein bisschen verplant, ich bin müde, ne? Ja, das stimmt. Ich hätte es beinahe schon vergessen, dass ich müde bin. Achso, ich war bei der Abmoderation. Erzähl. Du wirst angeleuchtet. Ich werde angeleuchtet. Wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Schaut bei MGMOS mit vorbei. Natürlich. Tschüss. Bei Lobis auch. Ciao.